Typisch Michel wird euch präsentiert von Schöneck Garage Spiez, euer Ford-Spezialist im Berner Oberland. Und mit Leib und Seele von Ernie. Haar, Kleid, Bar, Spa. Ich fahre auf Neueneck zum Tristan Tschervé. Und auch durch das Regenwetter lasse ich mir die Laune nicht vermiesen. Ich freue mich auf den Tag mit dem SCB-Stürmer. Freuen kann sich Michel heute vor allem auch auf eins. Sie darf mit dem Hockey-Profi aufs Eis und muss dort nicht nur eine Aufgabe, sondern gerade mehrere meistern. Dass eine Meisterleistung oder doch eher ein Reinfall wird. Es reicht für heute. Der Tristan Tschervé ist der Publikumsliebling beim SCB. Er spielt seit 10 Jahren für SC Bern und hat mit den Mutzen schon 5-mal die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Der robuste Stürmer hat in seiner Jugend für Fribourg-Gottéron gespielt, bevor er dann auf Bern gewechselt hat. Anfangsjahr ist sein Vertrag bei den Mutzen vorzeitig um 7 weitere Jahre verlängert worden. 2 Wochen lang war er jetzt im NHL-Trainingscamp der Ottawa Senators und am Wochenende wieder zurück auf Bern gekommen. Der 28-Jährige wohnt zusammen mit seiner Freundin in Neueneck. Hallo Michel, herzlich willkommen. Merci vielmals. Geht's dir gut? Tipptopp, merci. Gehen wir rein, ist gut. Gehen wir rein, ist ein bisschen angenehm. Ja, merci. Aufgewachsen bist du hier zusammen mit deinem 2 Jahre älteren Bruder in Gurtenbein, also in Fribourg. Jetzt sind wir hier in Neueneck im Restaurant Sensenbrück. Was machen wir jetzt hier? Warum sind wir hierher gekommen? Ja, ganz einfach. Ich bin vor 2,5 Jahren hier angezügelt. Ich wollte ein bisschen näher an Bern herkommen. Jetzt bin ich gerade über die Grenze, gehöre zu Bern. Und wohne hier jetzt mit der Freundin zusammen. Doch dass ihr Vater das Restaurant hier hat, ist natürlich umso ergiebiger. Habe ich einen Ort, wo ich meine Kräfte kann tanken kann. Deine Freundin, Tanja, wie sind sie direkt zusammengekommen? Es hat sich ganz spontan mal ergeben. Wir haben uns kennengelernt und sind eigentlich ab und zu mal ein bisschen in Kontakt geblieben, aber nie etwas Grosses. Irgendwann war es so wie gesehen und bis heute haben wir es sehr gut und wir sind sehr glücklich. Zu dir als Person, also auf dem Eis bist du wirklich ein brachialer Typ, gehst fein, ein bisschen härter an, aber ich glaube, du bist eigentlich, wärst du ganz sensibel, oder? Das kann man glaub, schon so sagen. Ich glaube, jeder Spieler hat eben so seine 2 Gesichter und das ist bei mir nicht anders. Wenn es um das Business geht, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Und ich glaube, jeder hat auch sein eigenes Privatleben, wo zum Teil halt komplett anders ist. Und ich glaube, bei mir ist das relativ extrem der Fall. Mhm. Also schon recht ein bisschen gemütlicher, ein bisschen sensibler. Und vielleicht brauche ich das gewisse Gleichgewicht, dass ich im einen und im anderen meine Leistung kann bringen und glücklicher sein. Wenn ich jetzt deine Eltern würde fragen, wie sie dich würden beschreiben, vielleicht auch so als Kind, was würden sie mir sagen? Ich denke, zuerst war sicher, dass ich ein Lausbube war. Oder immer noch. Immer noch. Immer noch. Ich glaube, das ist sicher etwas an oberster Stelle. Einer, der sehr gerne lustig hat, sehr hilfsbereit. Und eben, wie ich es vorher angesprochen habe, ich glaube, meine sensible Seite kennen meine Eltern besser als alle anderen. Und ich würde sagen, die Punkte sind sicher die, die ich erwähnen würde. Ja, vielleicht so ein bisschen ein schwieriger Moment auch in deinem Leben oder in deiner Kindheit, Jugend, war auch, als sich deine Eltern getrennt haben, als du 15 warst. Wie hast du das denn wahrgenommen? Ja, es war sicher nicht ganz einfach, um das mitzuerleben. Ich glaube, es ist nie etwas Schönes oder nie etwas, was man den Kindern wünscht. Bei mir war es jetzt der Fall gewesen. Ich glaube, in dieser Zeit habe ich mir nicht allzu grosse Gedanken darüber gemacht. Ich war sehr viel beschäftigt mit mir selber. Ich hatte die Eishockey. Ich hatte den Wechsel, als ich dann von Fribourg auf Bern kam. Und ich glaube, all diese Sachen haben mir sehr geholfen, dass ich etwas abgelenkt bin. Auf der anderen Seite glaube ich heute, bin ich jemand, der sehr selbstständig ist. Ob es von dem ist, ich weiß es nicht. Das könnte gut sein.
Ja, wir werden auf jeden Fall heute noch einiges zusammen erleben. Was hast du da im Sinn? Ja, ich denke jetzt im besten Fall jetzt mal richtig Stadion und wir werden dann unser offizielles Eistraining haben und ich warte nachher auf dich und lass dich überraschen. Ich habe ein, zwei Ideen, die wir da schon machen. Im Training, du hast reichlich Energie, jetzt aber auch mal Tage, wo du nicht so machst. Ja, es kommt sicher auch vor. Ich glaube, unser Job ist relativ intensiv und wir haben relativ auch viel Spiel und darum muss man natürlich schon schauen, dass die Erholung auch stimmt. Ich glaube, es ist sicher auch ein grosser Aspekt und ein wichtiger Aspekt, dass man die Leistung bringen kann. Was machst du an solchen Tagen, wo du einfach wirklich keinen Bock hast? Wie motivierst du dich? Ja, kein Bock ist übertrieben. Natürlich, wenn es mal ein Tag ist, wo ich weiss, ich kann daheim bleiben, dann genieße ich sicher einfach mal meine administrativen Sachen zu machen daheim, wo ich vielleicht ein bisschen liegen lasse. Ich gehe sehr gerne Wellnessen. Ich liebe es wirklich, Zeit zu verbringen dort. Massagen, wenn möglich, probiere ich regelmäßig zu machen. Auch. Und ich glaube, das sind wirklich die Sachen, die ich mache, die ich mir am besten erholen kann. Und für mich stimmt es so. Du bist eben bekannt für deine schelmische Art. Man könnte jetzt vermuten, mit der kommst du eigentlich bei allen gut an, außer auch bei den gegnerischen Fans, gell? Wenn es so ums auf dem Eis geht. Ja, was soll ich sagen? Klar weiss ich, dass ich. Mit meinem Spielstil sicher nicht der beliebteste bin bei den gegnerischen Fans, aber ich glaube, das muss ich auch nicht. Ich habe den Bär auf der Brust und das ist für das, was ich gehe. Schlussendlich glaube ich mittlerweile, weiss ich, was ich machen muss, um dass es stimmt. Wie steht es beispielsweise auf der Straße an? Vielleicht sogar gegnerische Fans oder so? Ja, es kommt sicher ab und zu mal vor. Ich bin eben jemand, der gerne umreist, auch mit der Freundin irgendjemand angeht. Und es ist sicher natürlich auch schon vorgekommen, wenn wir im Welschen aussen sind oder so, dann wird man natürlich auch mal angesprochen. Aber bis jetzt bin ich noch nie in eine Schlägerei reingelaufen oder so. Nein, es ist wirklich alles gut. Und ich bin der Erste, der gerne darüber reden will. Wenn man ein Problem hat, kann man es mir auch sagen. Und schlussendlich glaube ich, ist es am besten, wenn man ehrlich ist. Kommen wir zur Challenge. Du hast dir etwas ausgedacht für mich. Was genau. Wäre das? Ja, ich glaube, es ist ein super Tag heute, weil wir haben noch ein bisschen Zuschauer hier. Und ich bin selber sehr gespannt, wie du deine Leistung bringst heute auf mich. Ich habe ein paar Händchen natürlich gebracht hier, dass du erstens nicht verfrühst an den Händen. Okay. Stock bringe ich dir nachher auch noch. Und die Challenge wird sein, ich stelle dir einen kleinen Posten auf. Wirst in Bewegung mit der Scheibe müssen in einer Minute eine gewisse Anzahl Goal schiessen. Hoch natürlich. Er hat mir zwei Händchen in die Finger gedrückt. Ich dachte, alles so. Geht es auch auf die Eis, oder? Dann hat er mir erklärt, was ich machen muss. Und ehrlich gesagt, währenddem, dass er mir erklärt hat, was ich genau machen soll als Challenge, habe ich, glaube schon nach den ersten paar Worten irgendwie abgehängt, weil ich schon nicht mehr verstanden habe, wie das jetzt funktionieren soll. Also, du traust mir einiges zu, sehe ich. Ich glaube schon. Ich bin sehr zuversichtlich und jetzt liegt es an dir. Ist das jetzt noch so hart? Die Hände stinken einfach ein bisschen. Macht nichts. Es schmeckt schon. Zahnschutz von Johnny. Zahnschutz? Also ja, gut, kommt drauf an. Nein, ist gut. Bis jetzt habe ich noch gerne. Schluss blockieren könnte man auch noch. Nein, also. Nein, auch nicht. Also, Vorsicht. Ja, fahren wir ein bisschen um. Also, es sieht jetzt unbeholfen aus, aber ich brauche eine Zeit. Ja, aber darum ich sage, wir fahren jetzt noch ein bisschen um. Sieh es mal. Woher? Sieh es mal. Jetzt komm. Also, ich aber dann muss die Kamera weg, weil sonst gibt es Verletzte. Also, probieren wir. Ich schieße.
Okay, ich muss mich zuerst noch ein bisschen an das Eis gewöhnen und der Tristan versucht mir geduldig ein paar Tipps zu geben, wie ich eben hoch schiessen kann, so wie es die Challenge fordert. Schluss am Ende ist allein das Treffen vom Goal schon mal eine Herausforderung. Also, so. Nimmst du den Henken an? Ja, genau. Aber kein Problem. Kein Problem. Für meine Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, stellt mir der SCB-Stürmer jetzt einen Posten auf, den ich in 60 Sekunden arbeiten soll. Ah. Du gehst mit dem Böck hier. Der Start ist hier. Ja. Hier. Dann gehst du hier drumherum. Ja. Dann gehst du hier drumherum. Und dann hier. Ja. Zwischen diesen zwei. Das Ziel ist in einer Minute. 3, 2, 1, gut! Im ersten Teil habe ich innerhalb von einer Minute, er hat es notabene in einer halben Minute gemacht, so müssen aus verschiedenen Distanzen, also zuerst musste ich so durch so Kurven machen, um die Böcks, er hat so einen Posten aufgestellt. Und dann aus verschiedenen Distanzen ins Goal schiessen. Lach nicht! Gut! Gut, bist du gut? Und jetzt brechen! Gut, dann sprichst, sagen wir! Dritt! Okay. Ah, Scheiße! Gut! Gut! Das ist gut, let's! Ah! Ah! Gut! Siehst du? Ja! Alles klar? Super! Hast du es geschafft? Du hast es geschafft. Auf die Sekunde genau. Das ist schon anstrengend hier. Dass ich jetzt schon in die Schnaufe komme, ist dem Trisen eigentlich gleich. Er will mehr sehen von mir und testet nebst die Geschicklichkeit auch noch meine Ausdauer. Gut. Es reicht noch für die zweite Challenge und dann gibt es noch eine kleine Ausdauereinheit. Oh, fantastisch. Jetzt. Oh, der ist perfekt. So, der letzte. Nein. Ja, das ist gut. Möglichst so schnell wie du kannst. Ja. Wie geht es mit Bremsen und so? Das merke ich dann vor der Bande. Nein, wir gehen nicht bis ganz hin. Wir gehen jetzt von hier bis blau. Ja. Bremsen oder wenn du nicht sicher bist, du schaust einfach drehen. Das Ziel ist aber so in 48 Sekunden. Gut. Machen wir sie 30 zusammen. Ja, mindestens. Also, ich komme. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Das war ja auch nicht 45. 40. Ah, gut, merci. Es reicht für heute. Ah. Sehr anstrengend. Ah, sehr lustig. Anstrengend war es. Wie geht's? Gut, tipptopp. Gut, oder? Ja. Bein? Ja, ich habe den Krampf. Ja. Aber, ja. Was hast du jetzt gefunden, die letzte Übung? Wo ist es? Ist es mehr die Beine oder mehr einfach Pumpe? Auf Pumpe. Mehr die Beine ist gut. Ja, ja. Pumpe war es. Aber weißt du, was ich dir vorschlage?
Du gehst jetzt so schnell zu deinen Fans, die hier schon lange auf dich warten. Und dann gehen wir dann Mittag. Alles gut. Ist gut. Merci, bis dann. Hallo zusammen. So. Geht's? Ja, gut, merci. Ich komme gerade, gebt mir noch eine Sekunde, ist gut. So. Ich würde wieder daheim aufmachen. Wirklich? Ja, sicher. Schöne Sache. Merci vielmals. Ja, mega schön, seid ihr gekommen. Ja. So, jetzt haben wir gut beobachten, wie du einem Fan noch die Hockeystock hast gegeben. Wie hat er das verdient? Ja, es ist ein langjähriger, treuer Fan. Mittlerweile kennen wir uns schon ein bisschen besser. Eigentlich von Anfang an hatten wir mir immer gesagt, dass er mich sehr gerne hat und auch wie ich spiele und so. Und ja, ich schätze das sehr. Und wir letzte Woche haben wir da noch Anlass gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich soll doch mal in ein Training kommen und dann kann man da auch noch einen Stock geben. Ja. Apropos Fans, also auf Social Media, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram, können wir ja eigentlich auch ganz viele Fans sammeln. Aber du bist da nicht so aktiv. Wieso nicht? Schwierig zu sagen. Wieso? Eigentlich, ich war eigentlich immer gegen das Mattel. Also, okay. Ich bin nie ein grosser Fan. Und irgendwann, ich kann mich erinnern, der letzte war, der ein iPhone hatte. Facebook habe ich, ja, aber ich bin nie aktiv. Ja. Ich glaube, ein paar Fotos habe ich noch nie selber eins aufgeladen. Oder das sagt ihr einfach nichts oder ist es einfach wirklich so wirklich ein bewusster Entscheid? Dass ja, das sagt mir nichts. Ich finde es eigentlich schon cool. Das Instagram weiss, dass das jetzt wirklich in ist momentan. Und ich habe schon x-mal gesagt, jetzt mache ich es. Und ich habe mir immer gesagt, ja, wenn machst du es. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwann mache ich es. Aber ja, mal schauen. Ich glaube, je weniger dass ich im Handy bin, umso besser ist es. Ja, kannst du dich besser auf das andere, was wichtig ist, fokussieren. Genau. Gell? Fokussieren hin oder her, der Tristan Gervais beantwortet auch noch zwei von den Zuschauerfragen, die über Insta und Co. für ihn reinkommen. Wie ist es für dich, oben gegen die SCL Tigers zu verlieren? Ja, was soll ich sagen? Ist natürlich nicht immer schön. Wir wissen, dass das Derby immer speziell ist. Ja, schlussendlich glaube ich, ein Derby ist immer noch etwas Spezielles. Viele Emotionen, Zuschauer erwarten viel von ihm. Und ob wir jetzt gegen Langnau spielen oder verlieren oder gegen ein anderes Team, ist nie schön. Und darum werden wir sicher schauen, dass es die Saison nicht so viel vorkommt. Wenn du deine Karriere jetzt würdest beenden, was würde dir noch fehlen, für das dein Trikot unter das Stadiondach kommt? Schwierig zu sagen. Ich weiss, man muss irgendwie gewisse Kriterien erfüllen, für das ich das Bandsliebli aufziehe. Was es genau ist, weiss ich auch nicht. Aber ich glaube, schlussendlich hat die Organisation da immer auch das letzte Wort. Und ich glaube, ich mache mir jetzt da noch nicht grosse Gedanken. Ich spiele meine Jahre, werde mein Bestes geben und wenn ich es irgendwann verdient habe, dann werde ich es verdienen. Bist du eigentlich immer hier in diesem Restaurant messen, oder? Ja, meistens, ja. Das ist schon gäbig. Kannst du echt Schrägen auf und nicht? Ja. Und einfach auch preislich ist es sehr korrekt und so, glaube ich. Schon wichtig. Ja. Und nein, das Essen ist gut und da ist immer etwas anderes. Aber die meisten geben immer Japaner. Okay. Japaner heissen sie immer, aber ja. Und du bist ein komplizierter Esser, nee, oder isst alles? Hast du alles gern? Es soll einfach nicht scharf sein. Nicht scharf? Nicht okay. Scharf. Aber sonst, Fisch, weniger Fisch. Aber sonst, kompliziert bin ich wirklich nicht. Sehr. Und ich glaube, hier finden wir auch immer etwas, was man kann essen. Ja. Also, ja, ich würde sagen, guten. Guten, merci. Tristan Gervais hat eine Klausel in seinem Vertrag, die ihm erlaubt, im Sommer 2020 in die NHL zu wechseln, insofern ein Angebot kommt. Aber realistisch gesehen, ja, die Chancen sind klein, oder ist gleich noch ein bisschen Hoffnung da? Ich gebe es zu, die Chancen sind sehr klein. Unrealistisch, vielleicht. Aber eben, wenn du so selber auch, musst sagen, die Chancen die sind relativ klein, tut dir das selber weh, wenn du das musst sagen? Nein, überhaupt nicht. Weil,
Ich habe meinen eigenen Weg im Eishockey. Bei Teilen geht es etwas schneller, bei anderen etwas weniger. Viele Junge sind direkt drin. Ich habe vor 2 Jahren meine erste WM gehabt. Das war bei mir ein riesengroßes Ziel. Ich habe mir nichts Größeres gewünscht, als das mal zu erleben. Ja, ich werde alles geben, indem ich weiss, dass die Chance da ist oder sehr klein ist. Aber auf der anderen Seite denke ich, habe ich überhaupt nichts zu verlieren. Es ist im Gegenteil, ich sehe es aus riesengroßem Bonus, zusätzlichem Bonus an, wenn es irgendwann etwas sein sollte. Es gibt eigentlich jemanden, der dich besonders unterstützt hat bzw. gepusht hat in deiner Karriere? Ich denke schon. Ich glaube, es sind verschiedene Leute. Aber es hat sicher angefangen, als ich zu Freiburg Hockey kam. Mit den verschiedenen Trainern, die ich hatte. Ich glaube, jeder Trainer hat etwas beitragen an das, was ich heute bin. Ich habe die Familie, den Vater und die Mutter, die immer hinter mir waren. Der Vater war natürlich immer etwas strenger, hat natürlich immer etwas mehr erwartet. Manchmal war es etwas schwieriger, aber ich glaube, schlussendlich ist das ein grosser Grund, wieso ich so bin heute auch. Und heute kann ich hier bei Bern von einer riesengroßen Unterstützung erzählen. Oder? Du hast Freunde, Freundin, die dich unterstützen, egal was ist. Und das ist natürlich schon wichtig. Und ich glaube, ohne die wäre es nie machbar gewesen. Ja. Also wenn ich so rausgehöre, du hast schon sehr einen strengen Papi gehabt. Oder wie ist, wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst, wie ist es? Sehr streng würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, sehr erwartungsvoll war er. Oder besser gesagt, immer noch. Ich glaube, das ist auch absolut normal. Oder? Ich habe es immer so gesehen, dass er an mich geglaubt hat und irgendein Potenzial hat gesehen, wo ich mich entwickeln kann. Ich bin heute sehr dankbar, weil ich mit dem viel lernen konnte. Ich habe einen harten Schädel bekommen und das sind für mich natürlich Sachen, die ich in diesem Business jetzt gut brauchen kann. Ja. Es war ein super Gespräch, es war ein super Interview. Ich glaube, man sieht, dass sie jahrelange Erfahrung hat und das hat sie auch übergebracht. Und das macht natürlich für die andere Person alles umso angenehmer. Jetzt noch zum Abschluss ganz kurz ein Blick in die Zukunft. Jetzt in der laufenden Saison, was braucht es da für den SCB? Beziehungsweise, wo liegen die Herausforderungen oder die Schwierigkeit, für einen Meistertitel zu verteidigen? Ich denke, die Herausforderung wird sicher sein, dass wir als Team spielerisch, aber besonders auch mental stark werden sie. Wir haben gleich einige neue Spieler. Es ist eine total neue Situation. Wir wissen, wir werden die Gejagten sein. Ich glaube, unser totaler Fokus wird sein, eben, dass wir einen guten Saisonstart haben, dass wir sicher nicht zu weit schauen. Wir wissen, dass viele Teams aufgerüstet haben. Mittlerweile können praktisch alle um einen Playoff-Platz kämpfen. Darum, wird das unser erstes Ziel sein, einen guten Platz haben für die Playoffs. Ab dann werden wir weiter schauen, wie es kommt. Ich wünsche auf jeden Fall dir und deinem Team viel Erfolg. Merci vielmals. Es war ein cooler Tag. Euch danke auch fürs Zuschauen. Jetzt schauen wir noch schnell, was uns denn nächste Woche erwartet. Die Melanie Oesch nimmt mich mit auf Romanshorn. Ihr könnt gespannt sein, was ich dort in meinem speziellen Outfit vor Publikum mit im Wald muss vortragen muss. Also in diesem Fall bis nächste Woche wieder. Adieu miteinander und wir haben jetzt 4 Abendreisen. Gehen wir. Typisch Michel wird euch präsentiert von Schöneck Garage Bietz, euer Ford-Spezialist im Berner Oberland. Und mit Leib und Seele von Ernie. Haar, Kleid, Bar, Spa.